Rund 120 Flüchtlinge sind aktuell in der Turnhalle der Reichberg-Realschule untergebracht. Gegenüber im Kinder- und Familienzentrum St. Josef findet regelmäßig ein Treffen der geflüchteten Frauen statt. Und da wird heute gekocht. Unsere Reporterin Mathilda Dietze hat sich das Ganze mal angesehen. Hallo. Auf dem Speiseplan stehen syrische und albanische Alltagsgerichte. Mathilda hilft beim Rollen der Jabra. Die mit Reis und Hackfleisch gefüllten Weinblätter sind in Syrien sehr beliebt. Und dann wird das in einen Topf gebettet. Man tut da Wasser reinfüllen, bisschen Salz, wenn noch fehlt. Und einfach Deckel zu auf mittlere Hitze, wird das dann gekocht. Und dann wird das gerne gegessen. Schmeckt eigentlich sehr gut. Also was ist hier drin? Hier Hähnchen, ja, mit Gewürze. Und nachher kommt nachher raus und dann braten. Und da kommt nachher Reis noch dazu. Ja, was sind die schwarzen? Das ist Zitrone. Ja, ja, das ist so kleine Zitrone, also trockene. Ja, ja, der riecht sehr gut. Ja. Und natürlich Pfeffer, Paprika, Safran, alles das. Für den Nachtisch sind die albanischen Damen zuständig. Die ausgebildete Krankenschwester Saimira rollt das süße Dessert mit Teigfäden, Nüssen und Zuckersirup. Ich koste jetzt mal den Reis. Der schmeckt ganz anders als unser Reis. Hier, das sind die Röllchen, die ich vorhin gemacht habe. Sehr süß. Aber es knackt richtig beim Essen. So richtig schön knusprig. Also sehr, sehr lecker. Also da drin beim Kochen habe ich eine Menge gelernt. Für albanisches und syrisches Essen braucht man Unmengen von Öl. Also da standen jetzt mindestens 2 leere Flaschen, denn fast alles wird frittiert. Und Zitronen sind nicht nur gelb oder limettengrün, sondern eben auch schwarz. Es riecht ganz herrlich nach Zitrone, aber ist eben getrocknet und wird auch als Gewürz genutzt. Und das war Mathilda Dietze für Stugi TV News.